eine Bewerbung der Stadt Chemnitz, aber natürlich mit dieser gesamten Region, die um Chemnitz drumherum ist, und auch der Blick in Richtung Tschechien gerichtet. Und wir aus Sicht des Freistaates sitzen natürlich mit ganzer, oder stehen mit ganzer Kraft mit dahinter. Also es ist eine Bewerbung, die nicht nur eine kommunale Bewerbung ist, sondern letztlich eine Bewerbung von ganz, ganz vielen Partnern. Und da ist heute so ein Treffen wie hier, so ein Arbeitstreffen, wo man sich nochmal über Projekte austauscht, wo man sagt, wie können wir was gemeinsam machen? Wie können wir auch gemeinsam andere auf dem Weg mit überzeugen? Der richtige Weg. Na, ich glaube, dass das alte Europa, also das Europa von vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, hat bis heute, und das kann man auch innerdeutsch ein Stück weit sehen, keine oder eine falsche oder eine zu eindimensionale Vorstellung, wie dieser Transformationsprozess von 1990 beginnend bis heute gewirkt hat, was passiert ist in dieser Zeit. Und insofern fände ich es toll, wenn sich dieses alte Europa mit dem gemeinsam neuen Europa ein Stück weit stärker auseinandersetzen würde und sehen, was alles passiert ist, aber auch, was dieser Transformationsprozess natürlich für Schmerzen mit sich gebracht hat. Also eine Stadt wie Chemnitz hat natürlich, sich so neu erfinden müssen in der Zeit. Und das ist nicht einmalig für Chemnitz, sondern das betrifft auch Städte in Polen, in Tschechien beispielsweise. Und wenn man dafür sozusagen ein bisschen das Auge Europas weiten könnte, dann wäre das wahrscheinlich eine bessere Kulturhauptstadt, als es Nürnberg beispielsweise darstellen könnte.